Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Dormagener Handballs, die Saison 2022-23 steht kurz vor dem Start und traditionell machen wir die Saisonvorschau hier im Wieseltreff oder heißt jetzt doch immer noch Wieseltreff, da hat sich gar nichts geändert. Wir haben Vertreter des Vereins hier, ich beginne mal mit Walter Haase. Vertreter des sportlichen Kompetenzteams. Er ist schon seit ewigen Zeiten auch hier beim TSV und viele kennen ihn eigentlich alle. Jemand Neues sitzt neben ihm, das ist Martin Berger. Martin Berger ist Trainer der A-Jugend und der U23. Und dass er hier heute dabei ist, hat einen ganz besonderen Grund. Es wird letztendlich damit auch deutlich gemacht, dass alle an einem Strick ziehen oder an einem Strang. Neu bei uns auch, der Trainer der ersten Mannschaft, Matti Flor. Jemand, den wir alle kennen seit langen Zeiten, der Manager und Geschäftsführer Handball des TSV Bayer Dormagen, Björn Bartel. Und dann ist neben ihm jemand, der relativ neu bei uns ist, aber auch schon viele Tore geworfen hat in den Testspielen, Ole Klimke. Und der Kapitän nach wie vor, Patrick Hüther. So, jetzt beginnen wir etwas anders, als wir normalerweise beginnen, denn wir beginnen mit jemandem, der neu ist, der aber gleich gehen muss, weil er nämlich einen Anschlusstermin hat, das ist der Ole. Deswegen starten wir etwas unkonventioneller, aber ich will den Hinweis noch geben, es läuft teilweise auch auf Instagram live ein Eindruck von dieser Pressekonferenz und wer Fragen hat, wer die eine oder andere Frage an das Podium richten will, der kann das gerne machen. Wir werden dann versuchen, während dieser Veranstaltung auch darauf einzugehen. So, Ole, ich habe schon angekündigt, du bist ein Neuzugang. Da stellt sich sofort die Frage, wie geht es dir nach circa 6 Wochen, 7 Wochen in Dormagen? Wie hast du dich eingelebt? Ich habe mich sehr gut eingelebt. Ich habe zuerst im Internat gewohnt. Habe mich dann nach Wohnungssuche begeben, habe relativ zeitnah eine Wohnung hier gefunden. Auch mit der Mannschaft ist alles super verlaufen, habe mich richtig gut eingelebt, hat auch wahrscheinlich gut gepasst, dass wir alle relativ im gleichen Alter sind. Und deswegen sehe ich auf jeden Fall sehr viel Potenzial in der Mannschaft, auch in meiner Entwicklung und ich freue mich auf die Saison. Ja, wir erinnern nochmal daran, du kommst von der HSG Wetzlar. Es gibt das sogenannte Erstspielrecht für die HSG. Allerdings geht man davon aus, dass du während der Saison permanent auch dem TSV zur Verfügung stehst. Ja, genau. Also es ist so verlaufen, dass ich jetzt komplett hier bin. Vielleicht auch mal ins Training fahre nach Wetzlar, aber immer hier im Training bin, dann immer bei den Spielen dabei bin und erstmal hier Fuß fassen will und dann schauen wir weiter. Und zwischen Hessen und Rheinländern, gibt es da Probleme? Nee, also bis jetzt habe ich noch keine Probleme entdeckt. Also läuft alles super. Gut, das ist ja das Wichtigste. Wir machen jetzt noch einen kleinen Schnitt und fragen, gibt es von euch hier, die ihr ja an dieser Pressekonferenz teilnehmen, Fragen an Ole? Ja, vielleicht im Zusammenhang mit Ole, ob jetzt direkt an Ole, vielleicht kann er da auch was zu sagen, aber ihr hattet ja eigentlich gesagt, dass ihr so personell ziemlich zu seid nach der Saison, weil ihr hattet ja schon während der Saison Neuverpflichtungen vorgenommen, die auch im Hinblick auf die Zukunft waren, habt dann aber ja Ole noch dazugenommen. Was war da so der Grund und wie ist das zustande gekommen? Vielleicht gehen wir darauf, David, das war die Frage von David Beinecke, Neues Nürnberger Zeitung. Gehen wir darauf gleich dann im Kontext ein, wenn alle ein bisschen was gesagt haben. Das wäre jetzt ja nicht unbedingt nur an Ole. Nee, genau, das sagte ich ja auch. Ja, genau. Ja. Ich habe aber hier eine Frage schon, die über Instagram live eingetroffen ist. Ole, wie war deine Jugendzeit? Was hat dich handballerisch geprägt? Also meine Jugendzeit war super. Also ich hatte eigentlich immer Fortschritte in meiner Karriere. Habe mich super eingelebt, komme auch aus Lippenhofen, das ist direkt nebenan. Und habe mich immer familiär gefühlt, auch durch meine Familie, die alle sehr gebunden sind an die HSG. Es ist alles sehr gut verlaufen, kann mich auf jeden Fall nicht beschweren.
Vielleicht können wir da noch anschließen, der Name Klimke ist ja in Handball-Deutschland nicht ganz so unbekannt. Das heißt, man kann deinen Bruder zumindest schon regelmäßig auch im Fernsehen sehen bei Länderspielen. Ja, genau. Der hat es jetzt meiner Meinung nach auch geschafft, sich zu etablieren, schon seit einer längeren Zeit. Bin ich auch sehr stolz darauf, muss ich sagen, auf jeden Fall. Und hoffe natürlich nur das Beste mit meinem Bruder und bleibe natürlich auch immer in Kontakt mit ihm, schreibe mit ihm und auch, dass es so weiter bleibt. Ja, vielleicht spielt ihr ja dann eines Tages mal zusammen. Ja. Wird man sehen. Okay, Ole, wenn ich das richtig verstanden habe, musst du zum Physio, ja, weil es gibt eine kleine Verletzung. Oh, sorry. Es gibt eine kleine Verletzung, die behandelt werden muss. Ja, genau. Aber nichts Schlimmes. Nee, ich habe gestern Morgen Probleme an der Leiste gehabt. Und das soll nur zur Kontrolle dienen. Aber in Sicht aufs Wochenende bin ich auf jeden Fall dabei. Okay, dann kannst du jetzt auch gerne gehen, um deine Verpflichtung dann auch nachzugehen. Okay, danke schön. Okay. So, wir machen weiter in dem Pressegespräch und da sind wir jetzt wieder in der richtigen Reihenfolge oder in der üblichen Reihenfolge. Ich darf das Wort Björn Bartel geben, Handballgeschäftsführer des TSV Bayer Dortmund. Ja, danke Detlef. Auch ich darf euch recht herzlich begrüßen zur neuen Saison. Ich denke, wir haben alle eine ereignisreiche Rückrunde erlebt, die Gott sei Dank für den Standort Dormagen mit einem positiven Ende geglückt ist. Und wir bleiben weiterhin dort, wo wir meines Erachtens auch hingehören. Ja, in Hinblick auf die neue Saison freue ich mich natürlich, dass ich mit Martin Berger und Matti Flor zwei sehr kompetente und engagierte, noch junge Trainer für den TSV gewinnen konnten. Und ich glaube, dass damit, dass auch beide heute hier sind, dass wir halt auch unseren neuen Trainer im Nachwuchsbereich vorstellen, dass damit halt auch nochmal dokumentiert werden soll, wie Detlef angeklungen hat, dass es in unserem Verein immer den Weg geben muss und auch gelebt werden muss, und das hat viel mit Kommunikation zu tun, dass da Hand in Hand gearbeitet wird. Das möchte ich einfach herausheben. Auf die Saison gesehen, ich glaube, wir haben weiterhin herausfordernde Zeiten. Corona ist nicht vorbei. Ja, wir wissen alle nicht, fallen wieder Spieler aus, wie sind die Bestimmungen. Die Energiekrise ist bekannt, da weiß man auch nicht, was das noch für Auswirkungen hat für die Infrastruktur, sodass wir letztendlich eher positiv nach vorne gucken, aber uns halt auch immer wieder darauf einstellen müssen, dass Dinge vorkommen, wo wir dann einfach uns versuchen, bestmöglich darauf vorzubereiten. Das ist halt einerseits im Trainingsprozess, wie angeklungen, man muss immer damit rechnen, dass neben Verletzungen halt auch diese Dinge kommen. Und in der Geschäftsstelle, im Drumherum, sind wir es ein Stück weit gewöhnt aus den letzten Jahren, aber auch da natürlich, dass wir möglichst halt auch Sachen in Prozessen denken, dass wir halt einigermaßen vorbereitet sind. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und aus diesem Ansatzpunkt und auch im Hinblick, wie die letzte Saison gelaufen ist, empfehle ich uns, dass wir sehr demütig an diese Saison gehen. Dass wir vielleicht nicht so viel reden, mehr arbeiten. Und letztendlich weiß ich aber, dass der Ehrgeiz innerhalb des Trainerteams, wie aber auch in der Mannschaft, sehr, sehr stark ausgeprägt ist, dass man letztendlich versuchen wird, in jedem Spiel die bestmögliche Leistung rauszuholen und dann natürlich auch versucht, jedes Spiel zu gewinnen. Aber dazu gehören ja auch immer mehrere. Meine persönliche Einschätzung ist, ich glaube, der Handball wird sich nochmal etwas verändern. Das, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, gibt es Regeländerungen, gerade was das passive Spiel angeht, nur noch 4 Pässe. Der Anwurf ist eine Zone von 4 Metern, wo man letztendlich starten kann. Ich glaube, dadurch wird das Spiel insgesamt schneller. Ob es dadurch schöner wird, weiß ich nicht. Vielleicht wird es dadurch auch hektischer. Weiß ich alles nicht, bin ich mal gespannt,
auch die Schiedsrichter damit umgehen, wie die Mannschaften damit umgehen. Und ich glaube aber, dass die zweite Liga, und das ist nichts Neues, auch dieses Jahr wieder top ausgeglichen sein wird mit einer Gastmannschaft Ukraine, was glaube ich sehr interessant ist, auch diesen Vergleich zu haben, sodass wir 38 Spiele haben werden. Und ich gehe auch davon aus, dass letztendlich viele Spiele auch erst in der Schlussphase, in der Crunch-Time entschieden werden. Und daher ist dann die eine Sache natürlich die sportliche Qualität zu haben, aber ich glaube, es wird auch viel im Kopf passieren, mentale Stärke zu haben. Und an diesem Ding arbeitet Martin in erster Linie mit der ersten Mannschaft. Und auf Martin Berger, glaube ich, oder freue ich mich, dass da einfach auch noch ein Nachwuchstrainer, der jetzt nicht unbedingt hier aus der Region kommt, aber wir hoffen uns natürlich auch etwas davon, dass da auch neuer Input von außerhalb dazu kommt. Ich glaube, das tut uns gut. Für beide spricht, dass bei Matti er jetzt 3 Jahre Co-Trainer in Balingen war. Das heißt, Balingen aus unserer Sicht und aus meiner Sicht ein Verein ist, der ähnlich strukturiert ist wie wir, wo oftmals auch der Nachwuchsbereich, wo aber die zweite Mannschaft in der dritten Liga spielt, oftmals die Nachwuchsspieler der ersten Mannschaft so ein Stück weit den Allerwertesten gerettet haben. Gerade was so Zusammenspiel A-Jugend, zweite Mannschaft, erste Mannschaft angeht, das kennt der Matti, und da hoffen wir uns einfach auch, dass diese Impulse mit reinkommen. Martin Berger kommt aus Berlin, hat dort auch in einem kleinen Verein gearbeitet, weiß, was Dinge sind, die an der Basis sehr, sehr wichtig sind, aber gleichzeitig auch mit Füchse Berlin im Nachwuchsleistungsbereich gearbeitet. Und ich glaube, dass Füchse Berlin eigentlich die Top-Adresse im Nachwuchsbereich ist, weil sie einfach auch wirtschaftliche und infrastrukturelle Vorteile am Standort haben, wie es wenige in Deutschland haben. So, und ich glaube einfach, in diesem Zusammenspiel kommt diesmal auf den Trainerbänken sehr, sehr viel Input von außerhalb dazu, was uns, glaube ich, sehr, sehr gut tut. Wir haben dieses Jahr dann halt weniger Fluktuation im Spielerbereich, mit Ole halt noch einen Spieler dazugeholt. Da wird, denke ich, gleich Martin oder Walter was zu sagen, wie es dazu gekommen ist. Ich würde aber auch so sagen, dass mit Arthur Kawatzki und Gislav Krigic halbe Neuzugänge dabei sind. Beide sind in der Rückrunde der letzten Saison dazugestoßen. Das heißt, beide absolvieren auch das erste Mal eine komplette Vorbereitung mit der Mannschaft. Und vom Gefühl würde ich sagen, dass wir letztendlich auf allen Positionen doppelt aufgestellt sind. Und vielleicht das vorweg, weil das war vielleicht letztes Jahr etwas missverständlich, was Kadergröße angeht. Wir haben so mit 16 Lizenzspieler in der GmbH. Es gibt Perspektivspieler, die in der zweiten Mannschaft vordergründig sind. Es gibt mit Sicherheit auch das eine oder andere Talent in der A-Jugend, und ob wir dann über einen 16-Mann-Kader oder über einen 22-Mann-Kader sprechen, ist Ansichtssache. Aber ich glaube, wir haben in unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten das versucht umzusetzen in der GmbH. Und wir wissen um die Stärke, die wir durch die starke Basisarbeit haben. Letztendlich ist es aber auch immer so, dass ich einfach mal davon ausgehe, dass wir dieses Jahr weniger längerfristige Verletzungen haben werden und nicht wieder in diese Dauerschleife kommen, dass uns in jedem Spiel 3-4 wichtige Spieler ausfallen, weil dann kannst du letztendlich 16 Mann Kader, 18 oder 20 haben. Das kriegst du auf Dauer dann einfach nicht kompensiert. So, und das ist so der Ansatz. Und ich würde vom Gefühl her vielleicht noch mitnehmen, wenn alle Spieler fit durch die Saison gehen, wenn wir von diesen schweren Sachen verletzt sind. Ich glaube, dann haben wir schon genügend Qualität in der Mannschaft, um halt einfach auch in unseren Augen erfolgreich zu spielen. Ja, vielen Dank, Björn Bartel. Dann machen wir gleich weiter. Matthias Flohr, du bist gerade schon auch ein bisschen angesprochen worden von Björn und kannst ja jetzt in deinem Statement auch darauf eingehen, wie gerade auf die Frage von gerade eingehen, was mit Ole, wie das mit Ole gelaufen ist, Feuerfall. Ja, okay, also dann hallo zusammen.
hat Detlef ja schon vorgestellt, da muss ich mich nicht groß vorstellen. Ja, um auf die Frage direkt einzugehen, mit Ole Klimpe war es so, dass Wetzlar auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wir suchen einen attraktiven Zweitligisten für den Ole. Der hat in der dritten Liga hervorragend performt und hat auch schon in der ersten Liga unter Beweis gestellt, was für Qualitäten er hat. Und von daher war das für uns das Momentum, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt die Chance, unseren Kader von 15 auf 16 zu erweitern, mehr Breite und Expertise auch nochmal von außen zu kriegen in Zusammenarbeit mit Wetzlar, dass wir da schnell und entschlossen agiert haben und gesagt haben, ja, das machen wir. Und ja, das macht absolut Sinn, auch wenn man jetzt die letzten Wochen sieht, Ole ist ein absolut wichtiger Bestandteil schon jetzt in der Mannschaft, hat sich ganz hervorragend integriert und gibt uns auch nochmal eine extra Portion Qualität dazu im Rückraum und von daher sind wir sehr, sehr froh, ja, dass sich Ole für uns entschieden hat, beziehungsweise auch Wetzlar und wir auch so schnell, ganz schnell im Handeln von Björn auch so also schnell agieren konnten. Ich denke, dass der eine oder andere Zweitligist das sicherlich auch gerne mit geredet hätte. Ja, Martin, Testspiele, wir hatten ein Testspiel, das war sozusagen inoffiziell gegen Motor Saporische. Alle anderen habt ihr gewonnen. Insofern, das ist ja eine erfreuliche Sache. Erstmal erfreulich sicherlich. Wir haben natürlich auch ein paar Spiele gegen Drittligisten gespielt. Da muss man auch sagen, wir hatten versucht, einen Erstligisten zu bekommen für die Vorbereitung. Das hat nicht funktioniert. Damals war die Tabellensituation noch ein bisschen anders. Von daher hätte ich mir auch gerne noch einen Erstligisten gewünscht, um nochmal vielleicht auch mal ein bisschen die Grenzen aufzeigen zu lassen. Ich denke aber, dass das mit Saporosche und Nordhorn schon Qualität war. Saporosche hat uns ja auch geschlagen. Von daher wissen wir ungefähr unsere Grenzen. Und bin allerdings insgesamt mit der Vorbereitung zufrieden. Nicht mit jeder Leistung in den Testspielen, das ist ganz klar. Aber das gehört in der Vorbereitung dazu. Und wir haben das kurzzeitig umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Und das ist erstmal wichtig in der Vorbereitung. Ja, kannst du schon den ersten Ausblick geben auf das Spiel am Sonntag, Pokalspiel in Dresden? Es wird natürlich auch für uns aus einer besonderen Perspektive gesehen, weil wir natürlich mit Dresden, dann Mittwoch mit Saporosche und dann mit dem Auftaktspiel in Dessau eine Woche vor uns haben, die es in sich hat. Und so müssen wir das auch insgesamt strukturieren. Wir fahren nach Dresden sicherlich. Aber so weit darf man gehen, sicherlich nicht als Favorit, aber wir werden auch da natürlich alles reinhauen und versuchen im Pokal eine Runde weiterzukommen. Aber Dresden ist sicherlich eine Top-Mannschaft in der zweiten Liga und für uns in jedem Fall eine lange Anreise. Das wäre schon mal der Hauptort. Okay, dann dann werden wir nachher noch das sicherlich vertiefen im Gespräch. Wir kommen zu Patrick Hüter, der ewige Kapitän. Oder wie lange bist du schon Kapitän, Patrick? Ich glaube, seit 4 Jahren. Das zeigt ja im Grunde genommen auch, dass du die Sache gut machst. Ne? Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es. Ja, das heißt, du machst weiter als Kapitän und willst du auch mal beschreiben, was macht der Kapitän eigentlich? Genau, also es ist ja jedes Jahr so, dass die Mannschaft dann immer wieder neu wählt, einmal den Kapitän und einmal den Co-Kapitän. Und ja, Kapitän ist sozusagen da, um die Mannschaft zu führen. Nicht nur auf dem Feld, aber auch neben dem Feld, um mit einzelnen Spielern zu sprechen, wenn Spieler mal irgendwas auf dem Herzen liegt, dann können die auch immer gerne zu mir kommen. Oder wenn die einfach etwas brauchen oder den einen oder anderen Tipp brauchen, dann bin ich natürlich für die da. Wir haben natürlich auch einen Mannschaftsrat gewählt, der auch für solche Situationen dann auch geeignet ist. Und ja, ich versuche einfach die Mannschaft, so gut es geht, auch immer wieder zu motivieren,
in gewissen Weisen auch, gerade vielleicht auch in der Abwehr zu führen. Und das ist jetzt sozusagen mein Job gewesen in den letzten 4 Jahren. Okay, wir verraten auch noch eben, wer der Co-Kapitän ist. Joshua Reuland. Genau. Patrick, dein Eindruck dieser Vorbereitung, so, wie schätzt du das aus Spielersicht ein? Die Vorbereitung, glaube ich, haben wir da alle sehr, sehr gut überstanden. Da waren jetzt keine starken Verletzungen, sondern das ist halt normal, immer mal wieder ein paar Wehwehchen, die aber schnell dann wieder auskuriert werden. Ich denke, wir haben sehr gut trainiert, auch hart trainiert. Wir werden auch immer wieder einen guten Mix aus Handball, Halle, Training und dann auch Ausdauer- und Athletiktraining. Und ich denke, wir haben jetzt auch mit einem neuen Abwehrsystem auch eine gewisse Flexibilität auch nochmal reinbekommen, die wir auch meines Erachtens auch schon gut umgesetzt haben oder die auch immer wieder besser wird von Tag zu Tag. Und deswegen denke ich, dass wir eine gute, erfolgreiche Vorbereitung hatten. Und wir freuen uns jetzt natürlich, dass die Vorbereitung jetzt vorbei ist und wir dann endlich mit der Saison anfangen können. Okay, dann kommen wir zu Martin Berger. Wir haben es gerade schon gehört, Martin kommt aus Berlin und ich meine, wir haben zwei Großstädte auch in der Nähe. Insofern kannst du natürlich, auch wenn du in Dormagen jetzt tätig bist, gelegentlich schon mal in große Städte fahren, um so ein bisschen dieses Berlin-Feeling auch mitzuerleben, obwohl ich glaube, das ist ein bisschen anders hier. Der Dormagen ist ein bisschen anders als Berlin, ja. Aber tatsächlich hat es mich noch nicht groß in die anderen Städte hier drumherum gezogen und ich war jetzt viel in Dormagen logischerweise im vollen Fokus jetzt hier, sag ich mal, im blauen Gewand unterwegs zu sein und da sich schnell einzuleben, die Jungs kennenzulernen, die Strukturen kennenzulernen, mit Matti auch relativ früh eine gute Brücke zu bauen, die nach oben hinführt für die Jungs. Und dementsprechend bin ich noch gar nicht so viel nach Köln und Düsseldorf gekommen. Das sind, glaube ich, die großen Städte, die du meinst. Genau. Du sagst Brücke bauen, du musstest ja schon ein paar Spieler der A-Jugend auch an die erste Mannschaft jetzt abgeben. Das heißt, die haben in Vorbereitung schon gespielt, also Luis Pauli und Jan Schmidt und... Ja, dürfen, müssen, so ein bisschen beides, weil das ist ja, glaube ich, das große Ziel hier beim TSV und das ist ja das, was auch schon seit Jahren sehr, sehr gut praktiziert wird und jetzt noch besser praktiziert werden soll und dementsprechend ist es einfach immer schön, wenn ich dann meinen Jungen nach oben abgeben kann für eine Woche, dann kommt er mit einem breiten Lächeln und vielen Erfahrungen wieder und kann die hoffentlich dann in der A-Jugend oder U23 dementsprechend auch nutzen. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man kollektiv was entwickeln will, aber prinzipiell ist ja meine Aufgabe und deshalb bin ich hier, die Anschlussförderung voranzutreiben und das sind so eine Erfahrung in Gold werden, kann ich dem Spieler dann nicht in der A-Jugend-Bundesliga geben oder bei einem Vorbereitungsturnier, wenn er mal eine Woche mit Matti und Zweitligaspielern unterwegs ist. Kommen wir zur A-Jugend. Beginn ist 9.10. September, glaube ich, mit dem ersten Spiel. Nachdem es in der letzten Saison nicht ganz vorne klappt, ich meine, die Mannschaft war jetzt auch wieder unter den Besten Deutschlands, das muss man ja einfach mal sehen. Was ist so die Zielsetzung bei euch? Ja, erstmal würde ich das ein bisschen revidieren wollen, weil ich glaube, im Großen hat die A-Jugend letztes Jahr unheimlich oben ausgeholfen beim Klassenhalt der zweiten Liga und das ist, so blöd wie das klingt, ein bisschen mehr wert als ein Halbfinaleinzug in der A-Jugend. Und das haben die beiden, Pierre und David, hervorragend gemacht. Logischerweise, wenn du mich jetzt nach dem Ziel fragst mit der A-Jugend, das wird auch da ein sehr, sehr schweres Jahr, weil der 03er-Jahrgang von drei jetzt hier fest im Kader sind oben, natürlich fehlen. Ich glaube, das sind 7, 8, 03er, die raus sind, älterer Jahrgang. Und das ist im Jugendbereich immer sehr, sehr wertvoll, wenn du schon mal ein Jahr in dieser Altersklasse auf diesem Level gespielt hast. Und dementsprechend freuen wir uns aber auch auf einen guten 05er-Jahrgang, auf einen jüngeren Jahrgang sozusagen, mit dem wir natürlich, weil jetzt der normale Ligabetrieb wieder losgeht, also nicht Corona-Modus, sondern wir spielen eine Vorrunde, wir spielen eine Meisterrunde, die dann auch schon national ist. Dementsprechend wäre jetzt das Erreichen des Viertelfinales noch viel, viel mehr wert als das in den zwei Corona-Jahren oder davor, wo man sich nur im westdeutschen Raum sozusagen durchsetzen muss. Jetzt muss man sich noch im gesamtdeutschen Raum unter die besten 8 schieben. Und dementsprechend, wenn wir nochmal ins Viertelfinale einkommen, dann reinkommen, dann ist das schon mal super. Und dann wollen wir dieses natürlich auch bestmöglich bestreiten.
Okay, Walter Hase. Walter, du bist so ein bisschen, sagt man immer, die graue Eminenz, beobachtest sehr intensiv, was passiert und gibst die Anregungen zusammen mit Joachim Kurt und Tobias Platz. Ihr bildet weiterhin das sportliche Kompetenzteam. Und wie zufrieden bist du derzeit? Derzeit bin ich eigentlich recht zufrieden. Es ist ja nur nichts Schlimmes passiert. Also von dem her, ich versuche mir also den Überblick zu verschaffen. Punktuell Trainingseinheiten. Ich war im Trainingslager mit der ersten Mannschaft. Mein Wunsch ist es, jetzt in der kommenden Runde auch wieder mehr Zeit zu haben für den jungen Kollegen, der links neben mir sitzt, also für A-Jugend, U23 Perspektivkader. Das ist in der sehr, sehr stressigen Rückrunde im letzten Jahr so ein bisschen hinten angewiesen. Zu Patrick Güter möchte ich noch ergänzen, weil mir das da spontan einfiel. Er sollte sich ja selbst bewerten. Fällt einem nicht mal so ganz leicht. Ich kenne ihn ja nun schon viele Jahre und gerade in der letzten Saison, die für uns alle sehr, sehr, sehr anstrengend war und auch schwierig an vielen Stellen, habe ich ihn nochmal richtig gut kennengelernt als jemand, der in einer Krise, in einer schweren, in einem schweren Verlauf auch wirklich wertvoll ist. Und wir haben da zusammen, glaube ich, dann auch sehr gut gearbeitet. Dafür nochmal meinen Dank und deswegen möchte ich es auch ausdrücklich erwähnen, weil im Normalbetrieb hat der Kapitän zwar viele Aufgaben, aber die Belastung ist natürlich dann nicht so wie das, was wir haben. Ich hoffe, dass uns das in dem Jahr jetzt erspart bleibt oder in der Runde. Bin auch zuversichtlich. Ja, was sonst im Einzelnen kommen wird, nicht, ist alles Spekulation. Ich kann eigentlich im Oktober immer sehr viel besser zu den Aussichten der Mannschaften was sagen, wie im August. Und vielleicht warten wir das dann nochmal ab. Bisher habe ich, wie gesagt, das meine Zuversicht ist nicht überbordend, weil uns das nach dem letzten Jahr natürlich sind wir sehr vorsichtig. Aber auf der anderen Seite, ich sehe den Trainingsbetrieb, ich sehe, wie gearbeitet wird. Auch kann mich in den einen oder anderen Gedankengang der Trainer reinversetzen, versuche das zumindest oder behaupte hinterher, ich hätte irgendwas erkannt. Von daher, also verhalten optimistisch gehe ich da eigentlich an. Okay, Walter Hase behauptet, er hat was erkannt. Wenn ihr jetzt meint, ihr hättet irgendwas noch nicht erkannt, könnt ihr Fragen stellen an die Jungs, die hier sitzen. Bitteschön. Wann sind der Alex und der Arthur wieder einsatzbereit? Sie finden sich gerade im Aufbautraining. Das heißt, sie sind jetzt auch schon wieder mit in der Halle. Ich will da jetzt keinen Tag nennen, aber wir wollen die vorsichtig wieder integrieren und nicht zu, ich muss nur von Tag zu Tag schauen. Aber sie sind den Weg zurück ins Mannschaftstraining. Hatten die sich schwerer verletzt? Oder? Arthur hatte jetzt Rückenprobleme. Ja. Ja, mit denen schlägt er sich wohl schon seit längerer Zeit immer mal wieder rum. Ja. Und der Alex hatte jetzt mehrere grippale Infekte, Lungenprobleme. Also der hatte mehr so internistische Geschichten. Das war jetzt keine orthopädische Sache, sondern mehr, der war einfach krank und hat das so ein bisschen verschleppt. Und da mussten wir jetzt mal auf Nummer sicher gehen und alles checken und den mal richtig zur Ruhe kommen lassen, dass der erstmal wieder Luft holen kann im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Gibt es denn neben der großen Vorsicht eine konkrete Einschätzung für die Saison? Ich meine mich im Interview mit dem Trainer daran zu erinnern, dass da die Aussage kam, Klassenerhalt ist das große Ziel, also so viele Punkte wie möglich, um da sicher zu sein. Das ist auch Stand heute so. Ja, absolut. So viele Punkte wie möglich und nach der Serie letztes Jahr ist sicherlich Klassenerhalt das Ziel. Jetzt hat es der Spielplan meiner Meinung nach relativ gut gemeint mit dem TSV, also zumindest mal deutlich besser als in der vergangenen Saison, wenn ich jetzt nur mal so die ersten vier Spiele nehme. Wäre das jetzt zu vermessen zu sagen, da müssten mindestens drei Siege rauskommen aus den ersten vier Spielen?
Ja, weil ich so nicht denke. Also, wir müssen sowieso erstmal vom Spielplan her müssen wir sowieso gegen jeden spielen. Also ich bin keiner, der sagt, das ist ein guter oder ein schlechter Spielplan. Das heißt, man muss gegen jeden Gegner gleich oft spielen. Und direkt zu sagen, da müssen drei Siege her, würde man eine Mannschaft auch zu sehr unter Druck setzen und auch mit den Zielen jetzt nicht dahergehen. Wir werden versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Ja, wenn es dann vier sind, können wir natürlich jubeln, aber will da jetzt auch nicht drauf eingehen und dann sagen, wir haben jetzt eine klare Zielrichtung, müssen genau drei aus vier Spielen gewinnen. Walter Hase hat ja gerade, glaube ich, mal zwischen den Zeilen angedeutet oder auch gesagt, dass er sehr viel Potenzial in der Mannschaft sieht und war so ein bisschen auch angedeutet, dass er letztes Jahr, wobei da ja auch hauptsächlich vom Klassenerhalt gesprochen wurde, aber weiß ich nicht, so die Euphorie nach dieser starken Saison noch mit Platz 7 ja schon ein bisschen groß war und ihr jetzt dann ja eine kleine Bauchlandung erlebt habt und vielleicht deswegen auch so vorsichtig seid, aber das Potenzial in der Mannschaft jetzt, ist das größer als vergangenes Jahr? Kann man das schon so sagen, auch wenn man vorsichtig ist, oder wie schätzt ihr die Lage ein? Also wenn wir von der Papierform gehen, Kader, ist sicherlich natürlich, sind wir besser aufgestellt. Nicht exorbitant, klar, weil wir ja auch im Bereich der Verpflichtungen immer in unserem Rahmen uns bewegen. Herr Björn hat es auch erwähnt, eben mit Arthur Karatzki und Mislav Krigic sind ja zwei Spieler, so sagen wir, also quasi Neuzugänge, von denen wir auch schon wissen, wie leistungsstark sie sind. Und Ole Klimke im Zugang haben wir auch ein bisschen Glück gehabt. Es waren ja andere Clubs auch im Gespräch, die dann aber leider nicht mehr zweite Bundesliga spielten. Von daher waren wir da mal an der richtigen Stelle. Wir sind gut aufgestellt, wir müssen uns auch nicht klein machen, aber ich denke schon, eine sehr konzentrierte und realistische Erwartungshaltung jetzt hier intern wäre schon angebracht. Natürlich reden wir uns auch manchmal in eine schöne Zukunft, und aber nach einer Viertelstunde dann hole ich meine beiden Kollegen wieder ab und sage, ja, dann warten wir erstmal, wie die nächsten Spiele laufen. Das ist alles eng beieinander in der zweiten Bundesliga. Es ist jetzt zwar 3 Euro fähig fürs Basenschwein, aber es ist ja nun mal so. Da werden Dinge entscheiden, also wie viel Verletztenstatus hat eine Mannschaft, haben wir wirklich den Vorzug, gut zu starten, was trägt ja immer ein bisschen, oder gibt es negative Überraschungen, gab es ja jetzt am Samstag im Fußball auch, wo keiner damit rechnet. Alles ist möglich, also da muss man schon sagen, lass uns erstmal anfangen, Tritt fassen. Aber die Mannschaft hat natürlich Potenzial, auch Spieler wie Lukas Refn, Steinhaus sind jetzt ein Jahr schon gereift, aber noch lange wird nicht an ihrem Limit. Ich denke mal trotzdem, mit jedem Monat hilft da Steps nach vorne. Und nochmal, wenn wir möglichst viele Spieler gesund halten und auch ersetzen können, aufgrund der Kadergröße auch jetzt besser möglich, dann können wir auch eine gute Saison spielen. Also wir sind nicht ängstlich. So, ich denke, das muss man nochmal klar herausarbeiten. Aber wir sind vorsichtig, nachdem wir so kurz vor dem Abgrund gestanden haben. Das vergisst man nicht so schnell. Ja, kannst du vielleicht noch was zu den Kennzahlen sagen? Stand der Dinge beim Verkauf der Dauerkarten, Entwicklung des Etats jetzt über die Corona-Zeit bis jetzt in die anstehende Saison? Ja, kann ich machen. Vielleicht vorab nochmal der Punkt, also nach 2 Jahren, wo wir eigentlich mehr oder weniger im Verwaltungsmodus waren und eigentlich letztendlich immer nur reagiert haben, war für uns schon der Fokus halt auch in Vorbereitung auf die organisatorischen Dinge, dass wir einfach wieder in den Gestaltungsmodus kommen. Einfach auch Kleinigkeiten, Austausch mit Fanclub, ja, was können wir verbessern in Richtung Atmosphäre. Das sind ja alles letztendlich auch Dinge, die auf der Strecke geblieben sind. Da versuchen wir einfach auch wieder nach vorne zu gucken, dass wir einfach gestalten können. Was können wir umsetzen in diesem Prozess
sind wir sehr, sehr stark. Das geht auch ein bisschen weiter weg, auch ein bisschen die Perspektive, welche Punkte möchten wir verbessern, aber die sind jetzt noch nicht an der Zeit, aber vielleicht in ein oder zwei Jahren. Also das ist vielleicht mal so als Aspekt, wo wir halt auch in der Geschäftsstelle mit meinen hervorragenden Mitarbeitern einfach dran arbeiten, wo sich auch jeder mit einbringt. Wir planen diese Saison mit einem Etat von 1,1 Millionen. Das ist natürlich auch immer abhängig davon, wie entwickelt sich die Zuschauerzahl wieder. Ja, gewöhnt bin ich halt die letzten zwei Jahre, dass zu meinen Aufgaben gehören wird, die Dinge immer wieder anzupassen, gegenzusteuern, das zu machen. Aber wenn es normal läuft, planen wir damit. Erfreulich ist, dass unsere Sponsoren, da spreche ich auch nochmal einen Dank aus, die Treue gehalten haben, es uns aber auch gelungen ist, weitere Partner einfach dazu zu gewinnen oder halt der eine oder andere Partner sein Engagement in finanzieller Art und Weise etwas ausgeweitet hat, sodass das möglich ist. Zuschauertechnisch ist natürlich sehr, sehr schwierig, das zu planen. Wenn es normal läuft, dann ist es das, aber das kann ich vielleicht auch erst im November, Dezember absehen, dass wir halt dann einen Puffer haben. Ich denke, das muss man vielleicht auch so weit dazu sagen, wir befinden uns als Verein und das ist, glaube ich, bewusst, dass wir jetzt nicht zu den finanzstärksten Vereinen der zweiten Liga gehören. Wir arbeiten nicht mit nur mit 10, wir haben keinen Sponsor, der Gesellschafter ist, ja, wo man dann mal eben sagen kann, ach, der hat jetzt irgendwie Geld noch im privaten Schatulle und schmeißt was dazu, sondern wir arbeiten halt so und ich glaube, das hat auch Vorteile. Aber man muss natürlich auch sagen, dass wir halt auch ein bisschen den Markt gerecht beurteilen müssen. So. Und natürlich, ich gehe mal hin, wenn wir junge, erfolgreiche Spieler haben, dann geht das irgendwann nicht mehr mit netto unter 1000 Euro. Ja, dann muss man diese Verträge anpassen. Wenn Jan Reimer uns in vielen Spielen in der Grunde den Arsch rettet und man diesen Vertrag dann verlängert, weil natürlich dann auch andere aufmerksam werden, dann muss man vielleicht auch im bestimmten Punkt an seine Schmerzgrenze gehen. Und das haben wir halt versucht mit einzubauen, das ist in der Planung mit drin, weil wir einfach auch davor bauen müssen. So, und das ist dann der geplante Etat von 1,1 Millionen, wobei dann natürlich immer Gestaltungsmöglichkeiten noch gibt, auch dementsprechend, wenn es nicht so gut läuft, das dementsprechend anzupassen. Wir planen damit auch 7 Übernachtungsfahrten die Saison. Sprit, das heißt Reisekosten, alles wird auch teurer, das ist auch alles mit eingeplant. Die große Herausforderung wird sein, und das ist nicht nur für Dormagen, einfach die Rückgewinnung der Zuschauer. Ich denke, für uns war auch schon immer dieses Thema, mehr Zuschauer für unsere Spiele zu gewinnen, war halt auch vor Corona ein Thema, weil wir einfach hier auch in einem Umfeld leben, wo der Zuschauer ganz viele Eventmöglichkeiten hat, angefangen mit Sport, aber halt auch kulturelle Sachen. Wir leben hier in einer Landschaft, wo viele Fans halt auch auf Schichten arbeiten, sodass es immer schon sehr, sehr schwierig ist, jemanden zu überzeugen, zum TSV Bayer Dormagen in den Heimspielen zu kommen. War immer ein Thema, ist jetzt natürlich noch mehr ein Thema und wenn ich über Gestaltungsmodus spreche, sind wir einfach auch dran, was können wir zu bestimmten Spielen, in welchem Monat, welche Maßnahmen können wir ergreifen, ja, was können wir tun, um einfach auch interessanter zu werden, dass es toll ist, hier ins Sportcenter zu kommen. Das ist nicht immer nur das reine Handballspiel, sondern muss man vielleicht auch bestimmte Dinge einfach mal angehen, natürlich immer im Rahmen unserer Möglichkeiten. So, da haben wir ja letztendlich so eine Saisonmatrix schon erstellt, federführend mit Marika, Kupinski und Sill, sodass wir schon einen Plan haben und dann halt einfach schauen, dass wir das versuchen umzusetzen und dass das dann einfach auch dazu beiträgt, dass wir mehr Zuschauer haben. Dauerkarten ist es so, dass wir knapp mit 380 Dauerkarten sind. Da muss ich aber zusagen, wir haben vor einem Jahr umgestellt, dass nicht mehr alle Sponsoren eine feste Dauerkarte haben, sondern sie haben die Möglichkeit, in einem Paket dementsprechend ihre Tagestickets abzurufen. Also vielleicht
zu erklären. Das ist jetzt nicht jeder Sponsor hat die Möglichkeit, zu jedem Spiel mit zwei Leuten zu kommen, sondern er hat dann halt bei 19,5 ein Paket von 38, hat aber auch die Möglichkeit, gleich zum Spiel mal mit 6 Leuten zu gehen und dann werden die abgezogen. So, das ist so ein bisschen diese Variable da drin. Ohne diese Partner gesprochen haben wir tatsächlich einen leichten Zuwachs im Gegensatz zur letzten Saison, aber sind natürlich noch nicht bei Weitem da, wo wir vor Corona waren. Hier vielleicht auch nochmal als Ergänzung dazu, das ist nicht exklusiv in Dormagen das Thema, das zieht sich eigentlich komplett durch. Wenn ich den Vergleich der Zuschauertabelle in der letzten Saison nehme, dann landet der TSV eigentlich dort auf dem unteren Drittel wie jedes Jahr, was die Zuschauer angeht. Und letztendlich war es bei, ich möchte fast sagen, bei 95% unserer Wettbewerber und Konkurrenten auch so, dass zwischen 800 bis 900 Zuschauer gefehlt haben, im Gegensatz zur Vor-Corona-Zeit. So, also da ist ein hoher Aufwand nötig, da müssen wir ins Gestalten reinkommen, weg vom Verwalten. Ich hoffe, dass die sportliche Entwicklung dazu beiträgt, dass wir da halt auch mehr den Fokus mehr drauflegen können und nicht gestresst sind durch sportliche Ergebnisse. Und ansonsten hoffe ich mir eigentlich so ein bisschen, und da habe ich für mich noch nicht so richtig die Antwort gefunden, obwohl ich ja nun schon viele Jahre im Dormagen Handball tätig bin in verschiedenen Funktionen. Ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass man im Umfeld das hinbekommt, dass man hier in der Stadt mit seinen 16 Stadtteilen, Neuss Süd, Köln Nord, so ein bisschen hinbekommt, dass man doch stolz darauf ist, dass es so eine Stadt wie Dormagen schafft, zu den 38 Top-Standorten Deutschlands zu gehören im Handball, was ja nun sich auch gegenüber Basketball und Eishockey klar positioniert hat als die zweite Mannschaftssportart hinter Fußball. So, und das ist, das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich keine Antwort drauf finde, warum ist das so? Es ist unterschwellig immer diese Wahrnehmung, dass man grundsätzlich immer unzufrieden ist. So, ist das ein gesellschaftliches Thema? Ist das nur ein Thema in Dormagen? Weiß ich nicht. Und die Frage ist eigentlich, wie kann man dagegen vorgehen? Und ich bin ja fest überzeugt, dass man das nur gemeinsam hinbekommt. Dazu gehört auch, dass wir, wenn wir über Gestalten sprechen, sichtbarer wieder werden. Ja? Das ist uns einfach in den letzten 2 Jahren was verloren geworden, dass wir mit der Mannschaft bei gesellschaftlichen Sachen präsent sind, dass wir auf die Leute zugehen, dass wir halt auch nach dem Spiel, und ich hoffe, dass wir diese Möglichkeit haben, dass uns das erspart bleibt, dass wir nach dem Spiel die Spieler halt auch hier oben im Vorraum bei den Sponsoren sich dort auch aufhalten dürfen, um einfach wieder ins Gespräch zu kommen, dass es einen Austausch gibt mit den Fans, einen Austausch gibt mit Sponsoren, mit der Presse. Das ist alles verloren gegangen und ich glaube, das ist so ein kleiner Punkt, wo man vielleicht auch ein Wir-Gefühl erschaffen kann, wo man auch diese Emotionalität leben kann, aussprechen kann, und das sind so kleine Bausteine. Aber das große Ganze, um dahin zu kommen, braucht man, glaube ich, wieder Geduld, und da kann ich einfach nur bitten, dass da alle A, objektiv bleiben in der Bewertung der Sache, und B, halt, dass man den Horizont dahin geht, dass halt das Glas mehr halb voll ist als halb leer. Und ich bin halt so getrimmt, dass ich für mich die Einstellung habe, es gibt ganz viele Leute, die mir mal sagen, warum etwas nicht geht und was das Problem ist, aber das hilft nicht weiter. Ja, sondern dass man einfach diesen Perspektivweg geht, was muss man tun, um vielleicht dahin zu kommen. Und das kann dann auch 2 Jahre dauern. Und ich bitte einfach nur darum, dass in der Bewertung der sportlichen Leistung der Mannschaft das Objektiv immer gesehen wird, immer das Momentum. Und in der Entwicklung von wir als Verein, und wenn ich von wir spreche, dann meine ich nicht nur die Geschäfte oder die Mannschaft, sondern gehören Sponsoren, Presse, Fans, da gehört alles dazu, dass man vielleicht auch so dieses in die Richtung entwickeln kann, dass man eigentlich mit allen Themen sprechen kann, aber das nicht als Vorwurf ist, sondern dass man sich daran beteiligt, wie können wir uns weiterentwickeln. Und letztendlich immer nicht so dieses, die haben das nicht gemacht und das ist schlecht und das, sondern einfach diesen Prozess dem, dass wir gemeinsam was entwickeln, weil ich glaube, nur dann kann man es entwickeln. Wenn es immer nur einen gibt, der vorlebt und alle anderen warten immer nur darauf, dass da was gemacht wird, dann werden wir uns nicht weiterentwickeln. Und das ist so ein bisschen mein Rückblick auf die letzten 1,5 Jahre, wo wir alle mit vielen, eher mit negativen Themen beschäftigt waren. Und ich
habe einfach Lust wieder darauf, mal dieses alles abzulegen und gemeinsam hier etwas zu entwickeln, wo wir dann ankommen. Hört man, das ist vielleicht dann mein Appell in diesem Zusammenhang. Darf ich da vielleicht mal einhaken? Mhm. Ja. Walter Hase hat es ja gerade eben auch schon angedeutet, dass da viel Potenzial in der Mannschaft steckt. Und du hast ja kürzlich in einem Interview, jetzt hier im Blick auf dieses Golfturnier, da hatte der Volker ja mit dir ein Interview geführt, auch gesagt, dass das perspektivisch toll wäre, wenn ihr euch auch wieder so in Richtung erste Liga und sowas entwickeln könntet. Wie würdest du denn sagen, wie wichtig ist dann jetzt dieses Jahr, wo ihr ja Potenzial in der Mannschaft habt, wo ihr, ich höre das ja hier auch raus mit neuem Trainer, auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Aufbruchstimmung, wenn das nicht zu viel ist, aber zumindest positive, so eine positive Richtung irgendwie geht. Wie wichtig würdest du jetzt dieses Jahr oder diese Saison dann halt einordnen? Ja, vielleicht nochmal in den Kontext, wenn wir über Erstliga spielen, sprechen. Da muss man natürlich immer realistisch sein, aber ich finde, man muss sich Ziele setzen. Und ich habe jetzt vielleicht nicht so Leistungssport gespielt wie die Leute, die hier mit am Tisch sitzen, aber ich weiß, dass man sich als Leistungssportler immer die höchstmöglichen Ziele setzt. Ja, das ist der Punkt. Und die Sache ist, wenn ich darüber spreche, einen Horizont zu entwickeln, das mag 3, 4, 5 Jahre sein, dann muss es doch unser Ziel sein, uns dahin gemeinsam mit allen Beteiligten zu entwickeln, dass es vielleicht realistisch ist, dieses Ziel anzugehen. Ja, aber jetzt ohne da, ja, oder 3, 4, 5, eigentlich will ich gar kein Zeitfenster zu machen, aber es muss ja das Ziel sein, dass wir uns stetig weiterentwickeln. Und wenn nicht über stetig weiterentwickeln, dann gehört vielleicht auch dazu, dass wir die physiotherapeutische Betreuung weiterentwickeln müssen, noch ein Stück weit professioneller. Es gibt ganz, ganz viele Ebenen. Geld ist natürlich immer der entscheidende Punkt. Wenn man viel Geld hat, kann man auch viel falsch machen. So, und wenn man wenig Geld hat, dann muss man halt kreativ sein und gucken, dass man möglichst viel richtig macht. So, auch, jetzt muss ich auch 5 Euro nehmen. So, und wenn ich jetzt die Perspektive angucke für die Saison. Mein Punkt in der Rückrunde war nicht so sehr darum, was ist, wenn es runtergeht. Ist dann alles kaputt, geht es dann nicht weiter, sonst. Für mich war eigentlich immer der Aspekt, daran zu glauben, auch wenn es mir manchmal schwer gefallen ist, dass wir es schaffen, weil für mich klar war, wenn wir es schaffen, in der Liga zu bleiben, dann ist das für die Entwicklung unseres Standortes eminent wichtig, aus 2 Punkten für mich. Nach vielen Jahren ist es uns gelungen, dass ab dem 01.01.2023 wieder eine Ausbildungskostenvergütung eingeführt wird über den Deutschen Handballbund in die Richtung. Davon wären wir nicht reich, aber das gibt uns so ein bisschen diesen Stressfaktor und das vielleicht, und da hole ich jetzt ruhig mal auch aus. Wenn man ein Talent im Nachwuchsbereich hat, was vielleicht, wo man prognostizieren kann, die zweite Liga nicht genügend ist, dann hast du nicht immer die besten Argumente auf deiner Seite, erst recht nicht, wenn du nicht finanziell so mithalten kannst wie andere. Da musst du mit ganz vielen anderen Sachen überzeugen. So. Und bisher war der Ansatzpunkt ja immer, irgendwie hinbekommen, dass sie für wenig Geld möglichst langfristig unterschreiben, damit für den Fall, dass sie sich so entwickeln und ein anderer Verein aus der Erstliga darauf aufmerksam kommt, dass wir dann zumindest eine Ablösesumme generieren können. Auch davon wären wir nicht reich. Ja? Jetzt ist aber zumindest der Punkt, dass dieser Stress nicht mehr da ist, dass wir langfristig jemand schon vertraglich binden müssen, um vorzusorgen, dass er nicht ablösefrei geht, wenn er uns verlässt, sondern wir haben zumindest die Gewissheit, wenn er dann geht, wenn der Vertrag vorbei ist, dass wir definitiv was bekommen. So, das ist so vielleicht ein bisschen das eine und ich finde das eminent wichtig und jeder weiß, dass ich ja im Präsidium sitze und mit Sicherheit auch im HBL-Präsidium jemand bin, der sehr, sehr stark in der Nachwuchsarbeit geprägt und ich bin sehr, sehr froh, dass uns das mit mehreren Leuten dann jetzt auch gelungen ist. Die Landesverbände und die Kurfürsten, hätte ich fast gesagt, die teilweise da unterwegs sind, letztendlich auch dahin zu kommen. So, das ist eine kleine Sache. Der zweite Punkt ist, ich bin überzeugt, dass der Handball in Deutschland in den nächsten Jahren eine große Chance hat. Sie haben mitbekommen, es gibt einen neuen Medienvertrag ab der Saison 23/24 für die nächsten 6 Jahre und es gab mehrere Bewerber. Und es war für den Handball ein Quantensprung,
auch was das Lizenzgeld angeht. Das zeigt ja, dass wir im Handball in Deutschland insgesamt in den letzten Jahren vieles richtig gemacht haben. Erstmals hat auch die zweite Liga ein gesondertes, hinterlegtes finanzielles Angebot bekommen. Das war auch sehr erfreulich. So, und wir haben uns dann in den Gesellschaften der ersten und zweiten Liga dafür entschieden, mit S-Nation das Ganze zu machen. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr abhängig von der Person Christian Seifert, der lange Jahre CEO und Geschäftsführer der Fußball-Bundesliga war. Was mich aber überzeugt hat, ich kann mal da nur für mich sprechen, dass da eine komplett andere Perspektive ist. Es geht nicht in erster Linie darum, wie viele Leute am Wochenende das Spiel live im Stream gucken, sondern der Ansatz ist, dass wir möglichst viel Handballberichterstattung und Content unter der Woche haben. Ja? Vielleicht erklären, bildlich gesprochen, der Fußball, der hat einfach andere finanzielle Möglichkeiten und in dem Moment, wenn diese sozialen Medien, ob wir sie mögen oder nicht, Instagram, Facebook kommen, dann war der Fußball direkt da, weil er einfach da einsteigen kann. So, und du kannst dadurch einfach Content haben, Reichweite erzeugen. Und so blöd, wie es sich anhört, die Leute interessieren sich dafür, ob Ronaldo halt die nächste Freundin am Strand kennengelernt hat, als ob er das Tor gemacht hat. Das ist nun mal so. Ja, und der Handball hat es halt bisher nicht geschafft. Wir sind gut vertreten gewesen bei Sky und auch bei Sport Deutschland. Aber es geht einfach auch darum, dass wir mehr stattfinden. So. Und der zweite Aspekt ist, wir haben die Möglichkeit, dass mehr Content bei uns vereinen bleibt. Das heißt, was Nachverwertungsrechte angeht. Also S-Nation erwartet von uns Vereinen sogar, dass wir während des Spiels über unsere Kanäle auch Live-Videos schicken. Also wir haben rein theoretisch dann die Möglichkeit, das Einlaufen der Mannschaft live in unserem Kanal zu übertragen und da auch einen Sponsor hinterzulegen. Das durften wir bisher nicht. Wir durften während des Spiels, ich glaube, so und so viel vor und so viel nach, wir durften gar keine Bewegbilder vom Spielfeld haben, höchstens von der Tribüne. Und ich glaube, dass das eine Chance ist, wenn man dann auch noch weiß, dass in den nächsten Jahren in Deutschland, ich glaube, zwei Weltmeisterschaften stattfinden werden, die U23, EM oder WM, das weiß ich jetzt nicht, Frauen. Also das heißt, der Handball hat eine Chance, einfach mehr in der Wahrnehmung präsent zu sein. Aber wir sind gemeinsam, alle Vereine, wie aber auch dann der Anbieter, S-Nation, ja, das einfach gut zu machen. Das ist der Punkt. Und ich glaube einfach, dass eine Chance da drin liegt. Und da müssen wir einfach anfangen. Und aus diesem Gesichtspunkt ist es eminent wichtig, dass wir mit Dortmund zu den 38 Standorten gehören, dass wir uns dort die Möglichkeit haben, uns dort weiter zu etablieren, ein fester Bestandteil dessen zu sein. Und ich glaube, ich brauche nicht sagen, wenn es runtergegangen wäre, bei zwei Aufstiegsplätzen, das wäre sehr, sehr schwierig geworden, dann relativ zügig auch wieder in die zweite Liga zu kommen. Und aus diesem Ansatzpunkt, mit der Möglichkeit, was sich daraus entwickeln kann, ist das extrem wichtig für unseren Standort. Und jetzt die aktuelle Saison? Also in diesem Entwicklungsprozess mit den... Ja, die aktuelle Saison, ich glaube, das ist gesagt. Wir haben einen fähigen, konkurrenzfähigen Kader. Wir müssen halt von schweren Verletzungen verschont bleiben. Und dann ist vieles möglich. Aber der erste Ansatzpunkt ist der Klassenhalt. Und ich kann das eigentlich jedes Jahr wiederholen. Und ich gucke da auch wieder in den Fußball und nehme mein Beispiel SC Freiburg. SC Freiburg hat fast Champions League geholt, spielt Europapokal. Aber die wissen, wo sie herkommen, sie wissen, wo sie im Vergleich stehen. Und für die ist der erste Moment vom ersten Spieltag an wieder Punkte gegen Klassenhalt zu sammeln. Und ich finde, das ist meine Überzeugung, da ist nichts Falsches dran. Und ich finde, das kann der TSV Bayer Dortmund für sich voll und ganz nutzen. Und wir müssen uns auch nicht entschuldigen, wenn wir mit unseren Möglichkeiten erst einen Spieltag vor Saisonende die Klasse halten. Dafür müssen wir uns nicht entschuldigen. Sondern das ist bei den Möglichkeiten, die wir haben, der erste Punkt. Wenn es dann mehr ist, wunderbar, dann wird alles ein bisschen einfacher, dann wird es einfacher, neue Sponsoren zu gewinnen, dann wird es einfacher, die Zuschauer dahin zu entwickeln, dass hier was los ist. Aber ich weiß es nicht. Und
wenn mich heute jemand fragt, was ist das Ziel, dann sage ich, wenn wir 23, 24 in der zweiten Liga spielen, wunderbar. Ja, wobei, ich habe jetzt ja weniger konkret nach dem Ziel gefragt, das hatte der Oliver ja schon getan, sondern vielmehr in diesem Entwicklungsprozess, den du jetzt mehrfach angesprochen hast. Dann hab ich das falsch verstanden. Also wir haben hochinteressante, spannende junge Spieler dabei, die mit Sicherheit Zeit benötigen. Da weiß ich aus Erfahrung, umso länger sie dabei sind, werden sie automatisch stärker. Und von den erfahrenen Spielern erwarte ich einfach auch nochmal in der Mentalität eine Weiterentwicklung. Aber ich glaube, jeder Spieler in dem Kader, das kann der Trainer besser einschätzen oder auch weiter. Ich glaube, jeder Spieler in dem Kader hat noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln, auf unterschiedlichsten Ebenen. Und am Ende ist es ein Teil, wie funktioniert dieses Puzzle. Und umso mehr Teile ineinander greifen, umso erfolgreicher wird man sein. Okay. Ich habe noch eine konkrete sportliche Frage an den Walter und an den neuen Trainer. Was so die Einschätzung, auch wenn es schwer ist, ich weiß das, gerade auch bei der Ausgeglichenheit der Liga, was sind die heißen Kandidaten für einen Aufstieg? Gibt es eventuell heiße Kandidaten, die es unten sehr schwer haben werden? Ich vermute, die Frage nach oben ist etwas einfacher zu beantworten als die nach unten. Ja, wie gesagt, durch die Ausgeglichenheit der Liga, hast du schon angesprochen, ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Man hat gesehen, wie wenig Punkte da zwischen den enorm vielen Tabellenplätzen lagen. Sicherlich mit Aufstiegskandidaten, mit Balingen, Nettelstedt, sicherlich. Schwartau halte ich auch für sehr, sehr stark, gut aufgestellt. Haben ja auch bekanntermaßen auch einen sehr guten Trainer. Und dann und noch nach unten ist einiges offen. Also da möchte ich jetzt auch mich nicht festlegen. Das sind auch nicht so, ehrlich gesagt, nicht so Gedankengänge, mit denen ich mich beschäftige. Das ist immer so ein so was Unkonkretes, was schwer abzuschätzen ist und auch nicht das bestimmt, worüber ich mir Gedanken mache. Ich bin dann eher mache mir Gedanken, was können wir verbessern, wie können wir uns weiterentwickeln, wie können wir besser spielen gegen den nächsten Gegner. Und dann wird sich das ziemlich schnell nach ein paar Spieltagen wahrscheinlich zeigen, in welche Richtung es geht. Allerdings haben wir ja auch gesehen, dass man in der Rückrunde noch viele Plätze nach oben und nach unten wandern kann. Von daher ist der Blick auf die Tabelle und auch der Ausblick auf die Tabelle wirklich relativ weit aus meinem Fokus im Moment raus. Aber ihr fahrt, um das noch kurz anzuschließen, am 8. Oktober nach Balingen, um dort zu gewinnen? Natürlich, wir fahren zu jedem Spiel, um das zu gewinnen. Walter? Ja, also die Aufstiegsgruppe fällt mir leichter natürlich. Also ich würde schon sagen, Balingen, Nettelstedt, Nordhorn, würde ich jetzt sagen, sind die, wo man beim Wetten die geringsten Quoten bekommt. Dann gibt es wieder Ambitionierte, die das ja auch erklärt haben. Eulen, Ludwigshafen, dann noch einige. Und wird man sehen, wie die das in der Saison durchziehen können. Für uns geht es darum, ja, dass wir sportlich wieder weitere Fortschritte machen, dass wir unsere Mannschaft möglichst zusammenhalten und dann sehen, an welcher Stelle wir nochmal verstärken können. Wenn wir ins nächste Jahr gucken, Liga erhalten vorausgesetzt und möglichst vielen von diesen Aufstiegskandidaten zeigen, dass wir auch Handball spielen können. Das wäre nicht schlecht. Ja, Abstieg, wie gesagt, da kann man, das ist schon sehr viel schwieriger. Würde ich auch nicht konkretisieren wollen. Klar hat man was im Kopf, weil man sich ja wünscht, dass man selber nicht dabei ist. Demzufolge müssen es ja andere sein. Aber man kann schnell reinrutschen, das hatten wir gesehen. Also wenn wir letzte Runde denken, das Ferndorf hatten wir schon rausgerechnet, als nicht mehr absteigbar und auf einmal dann am Ende hat es die erwischt. Also das ist, wurde ja auch schon mehrfach erwähnt, das macht aber auch die Spannung dieser Liga aus und das eröffnet natürlich dann, wenn man mal wirklich einen langen, guten Lauf hätte, auch Möglichkeiten, eine positive Phase zu erleben. Na, man muss immer im Kopf haben, das kann ziemlich schnell sich wieder verändern, wenn man ein bisschen
ja, wenn man Spiele knapp verliert, 2-3 oder wie auch immer, das schwer zu prognostizieren. Aber ganz oben, glaube ich, werden schon die beiden Absteiger Nordhorn plus X sollten dort sich einfinden. Aber werden sehen. Was kann man denn zu den Aufsteigern sagen, die waren ja letzte Saison sehr stark, haben ja teils für Büro gesorgt. Wie schätzt ihr die diese Saison ein? Also so enorm auftrumpfend wie Eintracht Hagen sehe ich das jetzt nicht, aber immer noch gut genug, um in der Liga konkurrenzfähig mitzuspielen. Aber ich weiß, dass die gekommen sind, um zu bleiben. Okay. Ja, die Mannschaften, die gucken mal hoch. Beim anderen Aufstieg, so ein bisschen unverhofft aufgestiegen, aber die beiden Mannschaften sehen sich auch als Zweitligisten. Ich meine, glaube gerade Konstanz, ne, hat ja da auch irgendwie ein langfristiges Projekt ausgerufen, habe ich gelesen zumindest, ne, dass die waren ja auch überaus unglücklich über den Abstieg. Ne? Ja. Konstanz vielleicht sogar nochmal mehr. Also. Ja. Okay, ja. Wir werden das schon im September beobachten können, wie stark die Aufsteiger sind. Die kommen dann nach Dormagen. Ja. Und das erste Spiel, der Meisterspiel, ist ja quasi auch ein Heimspiel in Düsseldorf. Können wir da noch was zu sagen? Wir haben ja die Möglichkeit, auch Fans in Blöcken unterzubekommen. Bekommen. Ja. Ja, erstmal freut mich, dass wir das hinbekommen haben, dass durch diesen Supercup mit dem Spiel Zaporosche gegen uns letztendlich auch diese Zweitliga ein bisschen überregional wahrgenommen werden kann. Ich weiß, dass unter der Woche der Termin 16.15 Uhr natürlich sehr, sehr schwierig ist, aber letztendlich ist es der Auftakt Supercup für uns, der Auftakt vor der Haustür. Die Mannschaft hat die Möglichkeit, in dem PSD Bankdom zu spielen. Wir werden danach bleiben, die Mannschaft dort, und für die Fans ist es so, oder ich weiß zumindest, dass aus dem Nachwuchsbereich nahezu, aus unserer Nachwuchsmannschaft nahezu 110 Nachwuchsspieler TSV dort sein werden, und ansonsten sind die Empfehlungen für sonstige Dormagener Fans die Blöcke 19 bis 21. Man muss es gucken. Es freut uns natürlich riesig, wenn dort viele Dormagener hinkommen, aber aus der Sicht, und deswegen hatte ich halt auch unseren Trainer gebeten, diesem Spiel zuzustimmen unter der Woche, weil für uns natürlich der Fokus Dessau sonntags höher ist, aber es war halt mein Wunsch, dass er dem zustimmt, halt auch sportlich, weil es für uns einfach auch die Möglichkeit hat, uns etwas auch wieder zu präsentieren hier außerhalb von Dormagen in dieser Region. Da bin ich auch Freund gekommen. Ja, und nicht vergessen, letzter Tag des 9-Euro-Tickets, da kann man dann ja auch nach Düsseldorf günstig fahren. So willst du darüber bleiben? Ja, ich glaube, da gibt es um einen noch keine Kontrolle. Okay, sind noch Fragen? Vielleicht noch mal eine Frage an Patrick. Der Geschäftsführer und der Trainer haben jetzt viel und der Walter Hase über Ziele gesprochen. Wie seht ihr das denn in der Mannschaft? Wie ist es nach der letzten Saison, wo ihr ja bis zuletzt zittern musstet und euch rausgekämpft habt? Ist da jetzt irgendwie eine Euphorie entstanden, auch mit den neuen Spielern jetzt zusammen? Sagt ihr, was die da erzählen, ist Quatsch, wir wollen einstellen den Tabellenplatz? Oder wie siehst du das? Oder wie ist da die Stimmung in der Mannschaft? Nee, wir sind ja ein Verein, und der Verein spricht ja oder kommuniziert im besten Falle. Ja. Und ja, wir haben genau die gleichen Ziele, auch wie jetzt hier angesagt von Matti oder von Björn oder von Walter. Und das ist ganz klar der Klassenerhalt, so viele Punkte zu sammeln, wie es geht. Ja. Ja, wie gesagt, letzte Saison war eine sehr, sehr schwere Saison, die uns ja in einer gewissen Weise auch zurückgesetzt hat, einen Schritt zurück. Nichtsdestotrotz, wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen, das ist klar. Aber wir wissen, wie stark die Liga auch dieses Jahr wieder ist. Das weiß jeder Spieler bei uns in der Mannschaft. Und deswegen fokussieren wir uns auch von Spiel zu Spiel und wollen am Ende einfach immer jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Und wenn wir dann wirklich am Ende auch wieder einen Klassenerhalt geschafft haben, dann sind wir da sehr, sehr froh drüber.
Auch wahrscheinlich, wenn es zu mehr reicht, ne? Genau. Das waren auch 5 Euro. Ja. Du hattest eben angedeutet in deinem Statement, das vielleicht noch zum Abschluss also von mir, dass ihr auch ein neues Abwehrsystem eingeübt habt. Ich habe jetzt noch kein Testspiel von euch sehen können. Was genau verbirgt sich dahinter? Könnt ihr da was verraten? Ja, Trainer? Es ist eigentlich nicht wirklich, wir spielen immer noch die 6-0, wir spielen okay. Nur anders als wir es vorgespielt haben. Da gibt es einige Änderungen. Details halt. Details, die werden aber jetzt, wenn wir die jetzt alle erzählen. Nee, gut, nee, ich dachte jetzt, das wäre halt irgendwie, keine Ahnung, ihr würdet jetzt kann man 1 oder 4-2 oder was spielen oder hättet da Varianten mit reingemacht. Gucken, kommt 1. September. Genau. Schweigt, der Trainer schweigt. 7 gegen 6 im Nachhinein. Genau. Wir nochmal sehen ab September. Ja. Okay. Was war für den Trainer die größte Umstellung vom Co-Trainer zum Cheftrainer? Jetzt aus der bisherigen Erfahrung der wenigen Wochen? Okay, ich ziehe die Frage zurück, ich sehe das in sich schon. Viel. Lohnt sich so konkret, ich stelle die in einem Jahr nochmal. Ja, genau. Ist jetzt schon viel, einfach viel. Also das muss man schon sagen, es ist einfach insgesamt, man hat viel, viel mehr Themen. Als Co-Trainer hat man seine Bereiche, auf die man sich sehr konzentriert und wo man klare Aufgaben kriegt und hat man so seinen Bereich, der klar abgesteckt ist. Und als Trainer das hat man mit erstaunlich vielen Sachen zu arbeiten. Also, ich glaube nicht, weil ich es bei Jens schon immer wieder gesehen habe und auch schon ein bisschen wusste, was auf einen zukommt. Ist aber ähnlich wie mit einem, als wir unser erstes Kind bekommen haben. Man sagt einem immer, das wird viel, aber dann erschlägt es einen doch erstmal. Und dann kommt man aber immer mehr in diese Rolle rein. Aber ich habe, muss man sagen, sehr, sehr viel Top-Unterstützung, ob jetzt vom Björn oder auch vom Trainerteam, das mir wirklich top zur Seite gestellt wurde, mit einem sehr guten Athletiktrainer, mit André Niklas, der mich in vielen Bereichen top unterstützt, aber auch mit einer sehr guten Kommunikation mit der Mannschaft, die es mir auch, muss man auch ehrlich sagen, mit ihrer Einstellung und mit ihrer Willen, sich weiterzuentwickeln und offen für Neues zu sein, auch sehr einfach macht. Und das muss man auch mal sagen, so eine Mannschaft ist natürlich für den Trainer dann auch sehr, sehr dankbar. So, ich schaue mal in die Runde. Gibt es noch Fragen? Dann darf ich mich herzlich bedanken für die Anwesenheit, für die Fragen, für die Statements und es besteht weiterhin die Möglichkeit, auch im Nachhinein noch Fragen an die Protagonisten zu stellen. Wir würden dann auch dementsprechend auf den unterschiedlichen Medien auch darauf eingehen. Vielen Dank, guten Tag noch und wir machen noch ein kleines Afterwork. Ein After-Work-Talk, da gibt es noch ein paar Sachen. Ja. Bleibt noch ein bisschen hier, da können wir in kleiner Runde noch reden. Ansonsten alles Gute. Ciao.